Liebe Insieme Zürich-Freunde, liebe Treffgäste, das hier ist die Aussicht. Das hier ist die Aussicht von unserer Nachbarin Nelly. Ihr ist aufgefallen, dass es unseren Pflanzen nicht so gut geht. Und darum ist sie mit ihrem grünen Zeigefinger auf uns zugekommen und hat gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Ich möchte euch gerne unterstützen, damit es euren Pflanzen wieder gut geht. Und jetzt möchte ich euch gerne die Nelly vorstellen. Hoi Nelly, wo bist du? Hallo, hallo. Hoi. Durch die Blumen, durch das Grün. Durch das Grün. Also, Nelly, kannst du uns kurz deinen grünen Daumen zeigen? Aha, ja. Dann wollen wir schon noch schnell einblenden. Okay, warte, ich komme zu dir. Wo ist er? Wo bist du? Er wächst schon so nah seit Jahrzehnten. Nelly. Ist das gut? Das ist super. Ja. Kannst du uns kurz erzählen, wie es dir ging, als du vor zwei Tagen unsere Pflanzen gesehen hast? Ja, die habe ich schon länger gesehen, wieder nur vor zwei Tagen. Die sehe ich schon, die beobachte ich seit Wochen. Und sie haben mir einfach leid da. Ich konnte nicht mehr anders können. Ich musste kommen. Okay. Und jetzt fahrt gerade dran durch. Jetzt kannst du uns kurz erzählen, was für Pflanzen wir hier überhaupt haben? Ja, gut. Also, da wo wir jetzt stehen, wir zwei miteinander, das ist eben die Glycine. Und wenn man das richtig gemacht hätte, die ganze Zeit, dann hätte die jetzt so hell-lila hängende Blüte gemacht. Okay. Das ist die eine, die wächst ja da sehr verschlungen und sollte ein bisschen Schatten spenden. Dann haben wir da, das ist ein Viburnum, also die Spezies weiss ich nicht. Ein Viburnum ist ein Schneeball. Irgendein Schneeball. Der hätte ziemlich sicher auch blüht, wenn eben die Pflege sowieso gewesen wäre. Und dann als Hauptpflanze haben wir da etwas rausgebracht, das ist eine Spirea. Du hast schon gestern mit deiner Kollegin den ganzen Tag geschuftet. Ja. Und jetzt sieht es wirklich wieder prachtvoll aus. Ja, ich hoffe, jetzt müsst ihr dann halt schauen, dass es eben auch bleibt. Und ja. Aber ich bin auch immer da, wenn irgendetwas ist, könnt ihr ja klüten und fragen. Danke vielmals. Wir haben ja noch Kräutchen gekauft, weil ja. Wir kochen ja da jeden Tag, also vom Mittwoch bis am Sonntag. Ja. Und Kräutchen, die nehmen wir dann da direkt aus dem Trog. Und den Lavendel habe ich noch vergessen. Ah, den Lavendel. Dann haben wir noch da. Das ist eine Duftpflanze. Das ist also der Rosmarin, jawohl. Der ist auch da gewesen. Das ist der griechische Majoran. Kannst du da lesen? Mhm. Den haben die jetzt alle neu gebracht. Die ganze Kiste. Das ist ein Salbei. Das ist der Schweizer Peterli. Da gibt es ja noch den Italienisch. Die beiden, das sind Thymian, die beiden da. Ah, das ist Grau. Da bin ich nicht, ist es vielleicht sogar ein Bohnenkraut oder was? Okay. Da bin ich nicht ganz sicher. Und aber das ist im Basilikum. Nelly, abgesehen davon, dass wir jetzt bei den Pflanzen ein bisschen versagt haben, sind wir sonst gute Nachbarn? Wir sind Spitzennachbarn. Ich sehe ja immer, weisst du, eure Behinderten, wie sie da hin und her gehen und kommen und gehen. Und es ist einfach, weisst du, es ist auch nie laut. Und ihr habt auch ein gutes Horario. Das heisst, ihr macht nicht in der Nacht Rampazamba. Ja. Es ist ruhig, wir können gleich schlafen da auch. Ja. Das finde ich wunderbar. Und ich finde, ich bewundere auch euch, wie ihr die Arbeit macht. Weil ich selber, ja, habe ich dir gesagt, in Florenz die Arbeit gemacht und die Freiwilligen praktisch. Und ja, ich finde es grossartig, was ihr da macht, ihr Jungen. Und ich habe, Hulda und ich, wir haben euch hier angetroffen und geredet mit, also ihr habt mit uns geredet. Ja. Und
die Gespräche habe ich super gut gefunden. Ja. Jetzt gehen wir noch ganz kurz, laufen wir schnell rein, weil du möchtest uns ja, du möchtest noch gerne etwas vorlesen. Ja, genau. Also, gehen wir. Ja, kannst du gerade die Tür aufmachen? Weil ja, ja. Unsere Tür ist immer offen für alle. Und am 1. Juli ja. ist die Wiedereröffnung vom Treff, nicht vergessen, am 1. Juli. Ja, jetzt sind wir noch ein bisschen am Umbauen da. Also, du hast einen Text vorbereitet, quasi, wo du gerne möchtest, unseren Zuschauern auf den Weg geben. Gut, ja. Also, erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fisch gefangen, das letzte Wasser vergiftet ist, wird der Mensch begreifen, dass man Geld nicht essen kann. Aber, Achtung, Sie könnten, wenn Sie einen Batzen haben, können Sie das gerne an der Insieme Zürich spenden. Muss ich da jetzt noch eine Nummer angeben? Oder? Nein, das übernehmen wir gerne mir. Das machen wir, ja. Unten hat es einen Link, wo zum Projekt von dem Umbau führt und allgemein wichtige Informationen gibt zu Insieme Zürich. Aha. Nelly, ja. Herzlichen Dank. Und sobald wir wieder aufmachen, ich will nicht zu viel verraten, werden wir dich überraschen. Danke für alles, dir und deiner Kollegin. Bis bald. Ja, das ist ganz lieb. Danke euch vielmals. Und ich wünsche euch toi toi toi. Auguri in tutto per tutto. Danke für deine Unterstützung für unser Projekt Umbau als Chance.